Im Rahmen unseres Krypto-Events CryptX hatten wir im November 2021 Interviews mit unseren Sponsoren durchgeführt. In dieser Serie lassen wir Sie zu den Themen DLT, Krypto, Blockchain und Tokenisierung zu Wort kommen. Heute Hartmut Giesen von der Sutor Bank. Wir haben die Banking-Plattform erweitert in den letzten Jahren zu einer Krypto-Banking-Plattform. Das heißt, wir arbeiten mit Cryptotex zusammen, also rein Cryptotex wie Coindex oder Spot9, die Sparpläne auf Krypto-Portfolios anbieten oder Krypto-ATMs anbieten, das sind so reine Kryptos. Und was wir aber auch machen, da wo es etabliertere Geschäftsmodelle gibt, die es aber Krypto-Business in ihr Geschäft integrieren wollen, dann bieten wir so eine API dafür an, dass sie das eben machen können. Bekanntestes Beispiel oder auch schon ausgewachsenstes Beispiel ist Just Trade, das ist eigentlich ein Broker. Über den können inzwischen seit gestern im 13 Kryptowährungen gehandelt werden. Und wir als Bank sind eben dieses das Finanzkommissionslizenz-Framework dafür liefern. Und sind jetzt seit anderthalb Jahren jetzt wirklich in dem Sinne im Kryptogeschäft, dass wir wirklich mit Kryptos im Wege der Finanzkommission handeln. Und dass wir über unsere Partner Endkunden anbieten, eben Kryptos zu erwerben und in die Verwahrung zu schicken. Sag mal so, es gibt, glaube ich, immer zwei Geschwindigkeiten. Ne? Ich glaube, es kommt immer noch vor, dass wenn du zu einer Sparkasse, Volksbank, je nachdem welche das ist, jetzt nicht bei allen, also du willst ein Konto aufmachen und du sagst, ich bin die Krypto GmbH, dann sagen die, nee, wir machen kein Konto. Ne? Auf der anderen Seite gibt es, ja, wir sind jetzt nicht die einzige Bank, die Krypto macht, es gibt eine Bank aus Vandal, es gibt ein Solaris, es gibt hier Marokko Aufhäuser und so weiter. Ne? Es gibt schon so ein paar Banken, die da unterwegs sind. Und wenn ich jetzt so Gespräche auf den Events, die jetzt ja zumindest so ein bisschen wieder stattfinden, ne? Ich bin jetzt, glaube ich, das dritte Mal hintereinander in Frankfurt, also von den Wochen her gesehen, gibt es also auch die großen Banken, ne? Gucken sich das an, entweder haben sie schon Exposure oder sind dabei, welches aufzubauen. Also inzwischen ist es, glaube ich, auch auf dem C-Level angekommen, ja, das ist irgendwas, da muss ich mich drum kümmern. Und das ist jetzt ein Produkt und das ist ein Finanzinstrument, das jetzt auf dem Weg der Etablierung ist. Das ist jetzt vielleicht nicht für jedermann was, aber ist nichts mehr, was man ignorieren kann. Ich glaube, das Wichtigere und auch das Nachhaltigere ist ja, ist was bringt diese Technologie an sich für Banken ein. Ne? Ich glaube jetzt nicht, dass die Blockchain-Technologie Banken überflüssig macht, zumindest nicht als Institution, weil das wird die Bank weiterhin immer als regulierte Entität geben, wo der Staat auch Wert darauf legt, dass gewisse Geschäfte innerhalb von Banken stattfinden. Aber die Blockchain-Technologie ist schon dazu angetan, das, was im Inneren von Banken passiert, da wo Core-Banking-Systeme arbeiten, wo Depot-Management-Systeme arbeiten, das schon relativ fundamental zu ändern. Und ich glaube, das darf eine Bank auf keinen Fall ignorieren, weil es ist nicht irgendwie eine Geschäftsfeldentscheidung, mache ich ein Geschäft oder mache ich es nicht, sondern das ist, da muss man sich einfach mit der Technologie beschäftigen, von der ich glaube, dass sie in 5, 6, 7, 8, 10 Jahren dass die Architektur oder die technologische Architektur von Banken sehr, sehr verändern wird. Ich ist, glaube ich, gar keine gute Antwort geben. Ne? Also wir, im Moment sind wir ja hauptsächlich ein Handelspartner. Das heißt, wir nehmen dann die Blockchain, wo dann eben die Währung gerade drauf gehandelt wird. Das heißt, wir haben dann so wobei wir es auch nicht selbst machen, weil nicht selbst verwahren. Wahrscheinlich fangen wir jetzt mal darüber an nachzudenken. Wir haben jetzt, der erste Schritt war, wir machen Konten für Kryptounternehmen. Der zweite Schritt, wir machen Trading für Kryptounternehmen. Jetzt haben wir gelernt, jetzt fangen wir eigentlich darüber nachzudenken, was ist denn jetzt für uns, was ich eben gesagt habe, was ist jetzt für uns technologisch wichtig? Und jetzt fangen wir uns, glaube ich, dann an, wirklich Gedanken zu machen, welche spezifische Blockchain ist jetzt für uns wichtig? Machen wir jetzt ein Projekt auf Solana, machen wir es, oder machen wir es auf Ethereum, das mal zwei so machen, konzentrieren wir uns auf Proof-of-Stake-Geschichten, nicht Proof-of-Work-Technologien wegen der ganzen Umweltfrage, was wir jetzt eben hier am Panel auch gehört haben. Ne? Aber jetzt könnte ich jetzt nicht sagen, also wir finden jetzt die Distributed Ledger-Technologie
die ganz toll und wir glauben, dass die jetzt das macht. Ich glaube, es gibt, wir haben schon, glaube ich, eine Idee davon, welche Ledger, Distributed Ledger Technologien bringen einen bestimmten Wert. Also das ist ja auch eine Art Due Diligence, welche Währungen willst du anbieten, dann guckst du ja schon an, was sind das für Projekte. Ja, wahrscheinlich ist es wahrscheinlich eine sind es alle zusammen, ne? jeder aus seiner Perspektive, also wahrscheinlich auch die Verbraucherzentralen, die da einen gewissen Blick drauf haben, die BaFin, die auch sagt, wir machen Verbraucherschutz, eine unserer prominentesten Aufgaben, die wir haben, deshalb müssen es dann auch machen. Vielleicht mal noch mal so einen Blick auf, was kann Education eigentlich machen? Also ich betrachte so ein bisschen die Fintech-Szene, und zwar speziell das Anlagewesen vom Robo-Advisor jetzt zu so Ansätzen wie Trade Republic oder Just Trade, wo es um Traden geht. Die Robo-Advisor haben damals sehr, sehr viel auf Education gelegt. Ne? Die wollten die Leute überzeugen davon, es ist vernünftig, lang anzulegen, nimm ETFs, lass es liegen und so weiter. Keiner stimmt nicht, aber die Robo-Advisor haben nie so den Durchbruch erlebt. Irgendwie die Leute ließen sich nicht edukieren, ne? Ließen sich nicht erziehen. Jetzt gucken wir dann die Broker, die Neo-Broker, die das Ganze gamifiziert haben, vereinfacht haben, zum Guten oder zum Schlechten, da kann man halt darüber diskutieren. Aber was sie unbestreitbar geschafft haben, sie haben eine ganz, ganz neue Anlegerkultur geschafft, indem sie nicht Education gemacht haben, sondern indem sie Prozesse einfach, schnell, unkompliziert gemacht haben. Und sie haben das geschafft, was diese ganzen edukativen Ansätze nie auf die Reihe bekommen haben. Ne? Und ich glaube, es wird hier ähnlich sein. Ich glaube, man kann jetzt 1000 Aufklärungsseminare machen und schreiben und tun. Es wird sich nichts tun, solange nicht irgendjemand wirklich zeigt, boah, das ist total cool, wenn ich das dezentral mache, weil das bringt mir, das wird jetzt alles total einfach. Ich muss jetzt nicht mehr irgendwo meinen Personalausweis zeigen. Ich muss jetzt nicht, weiß ich nicht, Patientenakten. Das ist total einfach, wird es von, gibt es auch andere Ansätze, aber immer, das wäre so eine Blockchain-basierende Patientenakte. Es ist total einfach, irgendwie meine Daten von Arzt 1 zu Arzt 2 zu machen. Ne? Ich glaube, da ist Education ist da vergebene Liebensmühe. Man muss es einfach machen und einfach machen. Und dann sollte man vielleicht mal erklären, ja, es ist auch sicher und es ist auch, wenn du das jetzt tust, ist es auch okay. Aber das ist dann eher so quasi so eine nachgelagerte Aufklärung, dass die Prozesse auch vernünftig sind und dass es jetzt nicht irgendwie Spielerei ist.